Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ja, lange Zeit ist es her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Weiß nicht, 2 Wochen. Aber heute gehen wir mal wieder jagen. Und das auf meiner absoluten Lieblingsmap. Und die bis jetzt immer noch meine Lieblingsmap ist. Auch wenn jetzt wirklich letztes Jahr geile Maps released wurden, finde ich Silver Ridge Peaks immer noch die beste Map. Für mich zumindest. Also ich mag die sehr. Und ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wir gehen spazieren und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Damit, let's go. Da hinten sind schon die ersten Prairie-Bisons. Aber es ist noch nichts Außergewöhnliches dabei. Ein Zweier und ein Dreier. Das ist jetzt noch nicht so krass. Oh, da hinten ist ein 4er-Gabelbock. Der könnte was sein. Ja, komm, da gehen wir hin. Der ist auf jeden Fall Gold. Da ist er. 180 Meter. Das ist ein 4er, ne? Da müssen wir mit der... Oder nee, da können wir mit der Waffe drauf schießen. Sehr gut. Er will über die Straße und denkt sich, ja, kommt ja kein Auto. Kein Ding, Diggi. Kein Ding. Laufen die da gerade in den Wald rein, um Deckung zu haben? Gibt's ja gar nicht. So, jetzt. Ja. Ah, das sieht gut aus. Schön. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch sein, dass ich ihn schlecht getroffen habe. Und er kratzt einfach mit der Waffe sehr schnell ab. Wisst ihr, was ich meine? Da ist noch ein 4er. Vorne. Oh, hier spawnen gerade welche, lol. Das gesehen? Der ist gerade gespawnt. Das heißt, nur noch den wiederfinden. Der ist hier reingelaufen. Und dann habe ich ihn da erwischt. Tödlich. Schön. Oder? Nee. Nicht tödlicher Treffer. Sehr frisch. Oh nein. Warum ist er denn gestorben? Bewegungsgrad Mittel. Deshalb ist er gestorben. Ah, ich habe ihn verschossen. Ich habe ihn verschossen. Das ist nicht so gut. Silber? Nein, er wäre Gold gewesen. Leider zu weit hinten getroffen. Das dachte ich mir schon fast. Ach Mann, warum hättest du nicht noch die Leber anschneiden können hier? Oder den Lungenflügel oder sowas? Ach, Kacke. Naja. Hier ist ein 4er Prairie-Bison. Da lohnt es sich doch schon drauf zu schießen, würde ich sagen. 160 Meter entfernt. Wir nähern uns etwas. 170 Meter entfernt von hier aus können wir schießen. Er steht auch super schön da. Ja. Er fällt gleich um. Komm schon. Ich glaube, ich habe schlecht getroffen. Der rennt noch ziemlich weit. Er ist noch ziemlich weit gelaufen. Wir müssen jetzt zwischen zwei Herden durchlaufen. Und es könnte sein, dass die aggressiv werden und mich... Ja. Und mich wegmachen wollen. Aber sind jetzt beide auf der Flucht. Das ist okay. Vorne liegt er. Der gute Bison. Gold. Schön. Leider kein Herztreffer. Es wollte nicht durch die erste Lunge durchgehen. Aha, okay. Aber Gold? Ja. Geht doch. Ist doch gut. Wir könnten jetzt mit der Herde so ein bisschen Treibjagd machen hier. Theoretisch. Ah, sehr gut. Schöner Treffer.
Top, der ist Silber und hat gleich einen Doppellungen-Herztreffer bekommen. Schön. Was mit dem anderen? Ja, den habe ich auch tödlich getroffen. Top. Ich habe immer, ohne Visier habe ich immer irgendwie ein richtig, richtig gutes Waffengefühl. Und treffe meistens sehr, sehr gut. Unten ist noch ein Bison. Ein Zweierweibchen, okay. So, das ist auch ein Weibchen Silber. Hä? Ich habe da reingetroffen und hinten die Lunge getroffen. Wie das? Wie das? Keine Ahnung. Okay, wir gucken uns mal nach was anderem um. Wir haben die Bisons genug geärgert. Würde ich sagen. Oh, okay. Kleiner Roadkill. Wie, was? Du lebst noch? Aber nicht lange. Ja, tödlich getroffen. Wollte gerade sagen. Also direkt so ein Treffer von vorn. Einmal aufgespießt, von vorn nach hinten. Kannst du nicht überleben. Ja, Single Lunge. Okay, silberner Gabelbock. Schön. Kleiner Roadkill. Oh, da hinten ist noch ein vierer Bison. Vielleicht haben wir die Bisons noch nicht genug geärgert. Da ist er. So. Ja, na, 200 Meter ist doch okay. Ist doch okay. Was ist hier los? Ja, Warnruf, aber wo bist du? Oh ja. Komm, wir nehmen den Vierer. Auf 200 Meter. Ja. Nachladen. Wir haben den noch nicht richtig getroffen. Das muss jetzt nochmal, das muss jetzt nochmal knallen. Ja, da liegt er. Okay, okay, okay. Also ich hoffe, das war ein tödlicher Treffer. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe, wie gesagt, lange nicht gespielt. Sag ich irgendwie in jedem Video, oder? In jedem Call of the Wild Video. Da ist noch der Dreier, der ist noch sehr nervös. Boah, Endgegner Busch, was ist mit dir? So, hier liegt das gute Stück. Ah! Trophäenorgan beschädigt, what the fuck? Ich habe beim ersten Mal einen Schädel getroffen. Der zweite war dein Lungenflügel. Och nö. Ich habe ihn in den Kopf. Ja, er hat den Kopf so nach rechts. Ja, schade. Hier vorne haben wir wieder Gabelböcke. Aber leider ist kein Vierer dabei. Halt nur ein Dreier, der mich interessieren würde, der dunkle da. Ja, der Rest ist halt schlecht. Aber der da, der wäre nicht schlecht. Also der wäre gut. Tja. Soll ich ihn jetzt schießen? Ah, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Okay, schießen. Ich habe ein bisschen höher gezielt, weil ich auf 75 Meter genullt habe. Aber das war kein Fehler. Er war halt nicht 75 Meter von mir entfernt, sondern nur... Oder 90 oder so, keine Ahnung, so ungefähr. Oh nein, das gibt's ja gar nicht. Keine Organe gerade eben. Ey, das, ey, hallo. Was ist denn heute hier los? Warum ist denn hier der Wurm drin? Er ist schon wieder am Blutungsgrad Mitte gestorben. Ach, Menno. Naja, wenigstens habe ich diesmal keinen Vierer dort zerschossen. Ja, einfach so hoch.
Ich dachte, ich ziehe ein bisschen höher, damit ich dann safe die Lunge treffe. Ach, Mann. Ich habe heute kein Glück. Ist zwar meine Lieblingsmap, aber ich habe kein Glück. Oh, da ist noch ein Vierer. Ja, der ist safe Gold. Naja, dann gehen wir da hin. So, der dürfte safe Gold sein. Probieren wir es aus, 150 Meter. Ja, oh, sehr gut. Endlich mal ein schöner Schuss. Nachdem ich jetzt so oft verkackt habe, endlich mal ein sicherer, schöner Schuss. Spielt natürlich die Entfernung auch eine große Rolle. Also die letzten Schüsse habe ich ja gemacht. Der eine war 90 Meter entfernt, 75 Meter genullt. Das ist halt immer Morks, sage ich mal. Also schon safe an die 150 Meter rankommen oder direkt an die Zahl, an die man nullt und dann vernünftig nullen und schießen. Man kann halt nicht aus jeder Entfernung wirklich sicher schießen. Ist einfach so. So, sehr schönes Tier. Gold. Schön hell. Finde ich gut. Hellbraun. Top. Hier unten sind zwar Truthähne, aber weiß ich nicht. Also der sieht von der Farbe her special aus irgendwie. Aber nee, es kann einfach nur sein, dass es ein Weibchen ist. Ja, es ist ein Weibchen. Deswegen haben die dann auch keinen roten Kopf. Doch nicht so special. Unten sind ein paar Bison. Aber auch nichts wirklich Gutes dabei. Scannen wir die hinten mal. Nope. Dreier. Nee. Nichts wirklich Gutes dabei. Schade. Ich wechsle mal den Standort. Ich habe, glaube ich, das Tal hier ganz gut abgefarmt. Maultierhirsch. Okay, okay. Schauen wir uns an. Da ist er. Ein Dreier Maultierhirsch, okay. Der liegt da schön und chillt sein Leben. Da sind, glaube ich, auch die 5er Dia und die 4er Gold. Die 3er, es könnte Gold sein. Oder halt Silber. Ja, ich schieße von hier aus. 150 Meter genullt und easy peasy. Oh, hier vorne war ein Puma. Ja, kleine Runde in Silver Ridge Peaks und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao!